Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen den 100% mechanischen, originalen Analog-Sticks und den Hall-Effekt-Sticks, also Magnet-Sticks? Ich erkläre euch einmal den Unterschied. Bei den analogen Sticks haben wir hier einen Potentiometer, Schleifringwiderstand. Also hier kann ich quasi den Widerstand durch Drehen ändern und somit bekommt ihr auch ein Signal von einem Controller. Hier befindet sich dann quasi auf dem ein Metallring, Kontaktmetallring. Der wird beim Hin- und Herdrehen die ganze Zeit hier auf der Kontaktfolie, sage ich mal, mit in Berührung kommen und gibt ein Signal dann quasi an die Pins aus. Das wäre dann hier quasi verbaut an der Achse. Wenn ich diese dann hin und her bewege, läuft euer Spieler im Spiel. Bei den Hall-Effekt-Sticks ist es so, dass hier ein Magnet verbaut ist und der vergibt halt eben Magnetfelder raus. Und dann, wenn ich ihn bewege, gibt er immer ein anderes Magnetfeld an den Sensor raus. Der Sensor misst quasi eure Richtung bzw. eure Bewegung von der Achse. Bedeutet, er empfängt permanent ein Magnetfeld, euer Sensor, und kann daher ein Signal an den Controller geben. Und ja, im Spiel wird es gegebenenfalls dann auch ausgeführt. Hier soll auf jeden Fall kein Stickdrift entstehen, da hier kein Verschleiß entsteht. Klar, Taster und sowas können kaputt gehen, der sich hier befindet, den ihr benutzt, wenn ihr auf die L1 und sorry, L3 und R3 Tasten drückt. Dieser Taster, der kann natürlich auch defekt gehen. Aber man hat eben keinen Verschleiß mehr, weil hier innen drinne diese Folie, diese schwarze Kontaktfolie, halt eben defekt gehen kann, Risse kriegen kann, Spuren, Schlieren und dann würdet ihr einen Stickdrift bemerken und der Controller würde halt machen, was er möchte.